Jodelo. Elmar, 1, 2, 3. Frauen wissen, Frauen handeln, Frauen wissen, sich zu wandeln, Frauen setzen sich zur Wehr, Frau hat Herz meist ganz Kuvert. Wissen ist Durst, Frage Lust, Wissens Wille, Antwort Frust, keine Zeit zu gestresst, koordiniert, reingepresst, eigennützig, pausenwitzig, aufgeputzt, zurechtgestutzt. Frauen wissen, Frauen handeln, Frauen wissen, sich zu wandeln, Frauen setzen sich zur Wehr, Frau ist weich wie Lust, Wissenswille, Antwort Frust. Strukturiert, informiert, eingeteilt und integriert, sehr belesen, oft verlesen, aus der Spesen nichts gewesen. Frauen wissen, Frauen handeln, Frauen wissen, sich zu wandeln, Frauen setzen sich zur Wehr. Frau ist längst nicht irgendwer. Wenn alter Stress die Liebe quert, wenn Grau in Grau die Lust verzehrt, Erwerb und Leben sich belügen, wird sie sich nicht dem Schicksal fügen. Wenn Farbe fehlt, wo Lachen zählt, Geschlechterkampf das Wollen quält, wird Frau sein Rosa nicht mehr ohne, auf dass sie sich mit L belohne. Frauen wissen, Frauen wandeln, Frauen wissen, sich zu wandeln, Frauen setzen sich zur Wehr. Frau, du bist nicht irgendwie. Das passt so zu unserem Magazin. Und das Magazin lebt von Wort und von Inhalt. Wort. Repertoire präsentieren und nachher dann nochmal zwei kleine Texte. Und ja, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Der erste Text, ich finde, der passt recht gut. Also haben Sie gerne böse Texte? Ja, genau. Sehr gut. Das ist also vor allem für die Männer böse. Das passt ja recht gut. Und so viel hat es ja da auch gar nicht. Das ist ja alles Paletti. Und der Text trägt den Titel... Ah ja, vielleicht zuerst noch schnell zu mir. Also ich bin nicht so die wahnsinnige Dichterin. Also ich habe auch Gedicht, aber ich mache mehr so ein bisschen Storytelling. Das heisst so ein bisschen lustige, schnelle Geschichten. So. Ja. Und der Text, genau, der heisst Hans Rudi. Mein Vater, der heisst auch Hans Rudi. Ich habe mich immer so einsam gefühlt. So allein und einsam. Deshalb dachte ich, ich könnte mir ja einen Hund zulegen. Eine Freundin meinte aber dann, dass das doch ganz schön viel Verantwortung ist, so ein Hund. Deshalb soll ich mir zum Testen doch erstmal einen festen Freund zulegen. Ich war total überrascht, wie viel Zeit so ein Freund in Anspruch nimmt. Man muss sich ja so richtig um ihn kümmern. Das merkte ich, als ich ihn tot in meiner Wohnung fand. Da will man mal kurz 3 Wochen in die Ferien und schon sind sie tot. Gut, vielleicht hätte ich die Wohnung nicht abschließen sollen. Mit Freund Nummer 2 ging es schon besser. Ich machte echte Fortschritte. Ich ging mit ihm spazieren, kämmte und streichelte ihn. Trotzdem wusste ich, dass ich irgendwas vergessen hatte. Als ich auch ihn irgendwann ausgemergelt auf der Couch liegen sah, kam es mir aber gleich in den Sinn. Das Futter. Er überlebte es. Ich habe dann gleich den Krankenwagen gerufen. Er kam allerdings nie wieder zurück. Nummer 3 war
war leider ein ziemlicher Freigeist. Er sagte nämlich, dass man den Partner normalerweise nicht immer nur in der Wohnung halte, sondern dass Männer eigentlich auch normale, selbstdenkende Menschen seien, die ein Recht auf Freiheit, Arbeit und Selbstverwirklichung haben und ebenso mit Respekt behandelt werden müssen wie alle anderen Menschen auch. So ein Quatsch, habe ich gesagt.